Sismagdurm. Mein Ziel heute. Und das Ziel der Wildgänse. Oh, die müssen wir noch ein bisschen üben, bis sie den Formationsflug haben. Es sind zwei Schwärme, die sich treffen. Interessant. Na, wir lassen uns nicht aufhalten. Der Turm ist wohl nur bis 15 Uhr geöffnet, Halbtag. Da heißt es sich sputen. Schon halb zwei. Da tun sich auch zwei zusammen. Aber Vögel, nicht Schwärme. Schön herbstlich geworden am Bismarckturm. Der Goldberg ist fast golden. Die beiden Schwärme, Wildgansschwärme wahrscheinlich, haben sich zusammengetan. Wir fliegen erstmal Richtung Westen. Viertel nach zwei. Wildschweine waren wohl eher, da hat sich alles aufgewühlt. Na, dann wollen wir mal. Ja, ja. Sagte der Kanoi. Wie heißt der denn? Bismarck? Gehen wir das mal hoch. Fertig machen zum Auftauchen. 3, 2, 1. Turmlook ist auf. Ha. In gerade mal eine Dreiviertelstunde. Wildgänse haben sich verflogen oder hört man nicht mehr. Können wir hier nochmal auf der anderen Seite gucken. Ja, einiger Betrieb hier. Letzte Gelegenheit wohl in diesem Jahr. Was haben wir denn hier? Ja, aber. Aha, eigentlich Turm. Kunograsswerk. Ja, die Turmspitze sieht man auch hier. Agentur natürlich. Köpfchenwerk, etwas diesig. Fernuni muss man nicht wissen. Ja, oder man muss von da zurückfahren, das ergibt kein Schema, wenn man nicht mehr und so. Wenn du auch noch musst, also da hinten ist Herdecke. Da die Osterhalle. Hintergrund der weiße Binn. Das ist der besagte Schornstein. Ich mal gucken, wo ich zu Hause bin. Da ungefähr. Das blaue Haus, mittlerweile orange, ist aber nicht zu erkennen. Dafür die beiden Kirchtürme, Paulus und Michael. Noch ein Blick auf Kückelhausen. Hinten sehe ich den evangelischen Kirchturm. Längst davor ist wohl der katholische. Auf dem Heiligen Hügel. Oder wie das da heißt. Ja, machen wir nur einen Blick nach unten. Hier am Hang befindet sich die eine oder andere Pinge. Von hier aus allerdings nicht zu sehen. Haben wir den 5-Minuten-Weg. Noch ein Stück, soweit man sieht. Bis nach oben. Ansonsten ist hier nicht viel zu sehen, außer der Sitzgruppe natürlich und dem ehemaligen Kiosk. Die Sicht ist teilweise klar, man kann also in die sauerländischen Berge sehen, bis nach Alpe. Aber so die richtige Fernsicht bietet sich eher
vom Kaiser-Friedrich-Turm aus. Abschließend wollte ich noch feststellen, dass westlich vom Bismarckturm am Goldberghang ziemlich weit oben in Verlängerung des Steinbruches, der sich an der Westseite befindet, weitere Abgrabungsstellen sind, wie hier zum Beispiel, wo man den Fels schön, jetzt natürlich ziemlich verwittert, zutage treten sieht. Die Steine sind hier dunkelgrau. Ansonsten sehe ich keine Besonderheiten. Die Steine sind teilweise ziemlich schiefrig. Wenig Rostfarben sind dabei, sodass ich nicht weiß, warum man hier gewühlt hat. Vor mir so eine kleine Terrasse, halbmondförmig fast, oder wenn man es als Fläche nimmt, auch schiffsförmig anzusehen. Da könnte sich ein kleiner Holzstapelplatz befunden haben oder auch eine kleine Köhlerhütte gestanden haben von Waldarbeitern. Ansonsten wird es hier ziemlich steil. Ich habe noch einen Pfadausschau gehalten, um hier an der Westseite des Goldberges zum Goldbergpfad zu kommen. Ein Blick noch nach unten. Alles weiter unten ziemlich glatt und steil, so dass ich das hier abbrechen werde. Auf Höhe des Steinbruchs, hier im Bildhintergrund zu sehen, war eben schon ein Stück tiefer, befinden sich auch kleinere Löcher auf ebener Fläche oder fast ebener Fläche. Sozusagen an der Hangkante wie hier. Das könnte man schon als Einmannloch oder so im Genes oder dergleichen Schützenloch ansehen. Weiß allerdings nicht wie tief. Fühl da auch nicht nach. Was mir noch aufgefallen ist, hier hinter ist noch eine kleine Eintiefung, offenbar in der Fels geschlagen. Dann vielleicht eine Munitionskiste oder so gelegen. Wenn ich hier meine Runde in Richtung Norden fortsetze, sieht man im Hintergrund jetzt, da wo es hell ist, schwach durchscheinen, den Bismarckturm. Bin also hier schon mehr im Südwesten gewesen, also in Richtung des Steinbruchs dort. Schau mir zu guter Letzt den 5-Minuten-Weg noch an, ob ich den runtergehen kann. Dann war's das. Ach ja, das wird gehen. Weil hier ist das Laub ziemlich tief und wenn ich ins Rutschen komme, falle ich wenigstens weich. Nochmal darauf hingewiesen, Schnitzereien befinden sich hier am Rande des Weges und das eine oder andere Loch, was ich so gerne als Hang Finger bezeichne, ohne dass ich natürlich genau weiß, wer, wann, wo, warum sich aufgemacht hat, um das hier anzulegen. Noch so ein Loch, aber eher viereckig, vor einem etwas tieferen Gelände, wo sich der 5-Minuten-Weg schon etwas tiefer im Hang befindet, sodass ich ihn besser umgehe.
Und weil es so schön war, noch einen Blick zurück nach oben in Richtung Turm. Ich sehe ihn schon nicht mehr. Hinten das eine Hangloch vor mir, da wo es grün ist, das andere. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse mehr. Und tschüss.